Der persönliche Weg im Glauben, auf den kann man ja auf verschiedene Arten und Weise zurückblicken. Man kann von Erfahrungen berichten, die man im Glauben gemacht hat. Man kann biblische Geschichten erzählen, wo man sagt, darin habe ich mich wiedergefunden. Oder man kann auf Liedstrophen zurückgreifen, weil man sagt, die Dichter der Liedstrophen haben das eigentlich so getroffen, was ich meine, nur einfach in viel besseren Worten. Für unser Gespräch heute, sozusagen das Gespräch von Vater und Sohn, habe ich auf die Methode ausgewählt, mit Liedstrophen zu schauen, weil ich dich einfach so erlebt habe als einen, der unfassbar viele Liedstrophen auswendig kann und der die da auch immer zum richtigen Zeitpunkt dann präsent gehabt hat und sagen konnte. Das bedeutet einfach, dass du diese Liedstrophen auch in deinem Herzen trägst. Und deswegen heute ein Rückblick in Liedstrophen, und da wollen wir ruhig ganz vorne anfangen in deiner Kindheit. Du hast erzählt, dass deine Mutter mit dir am Bett eine Liedstrophe, als du ganz klein warst, immer gebetet hast. Ja, eine Liedstrophe, ganz einfach. Früh am Morgen, Jesus gehet und vor allen Türen stehet, klopfet an, wo man gefleht, komm Herr Jesus, unser Gast. Und diese Liedstrophe, die hat mich deswegen angesprochen, weil sie also nun so schön bildlich ist. Ich habe also in meiner Kindheit auch ein Bild gesehen, wo Jesus dann vor der Tür steht und dann anklopft. Und diese Tür hat merkwürdigerweise keine Klinke, die man herunternehmen kann auf der Seite, wo Jesus steht, sondern nur einen Knauf. Man muss sie von innen aufmachen. Ach, und ja. Dann, das hat mich also dann sehr bewegt, immer wieder. Und ich finde das sehr, sehr bildlich. Als du dann ein bisschen älter geworden bist, da hat deine Mutter, die ja auch Lehrerin war, das offenbar gemerkt, dass dann auch mal eine andere Liedstrophe das sein darf, sozusagen ist mitgewachsen. Die kannst du auch noch mal sagen. Ja, das kann ich also nun tun. Das war so ein Lied, was heute völlig unbekannt geworden ist und auch, glaube ich, nicht mehr im Gesangbuch steht. Ach, mein Herr Jesus, dein Nahesein bringt großen Frieden ins Herz hinein. Und dein Gnadenanblick macht uns so selig, dass darüber Leib und Seele fröhlich und dankbar wird. Und die zweite Strophe nenne ich auch noch. Wir sehen dein freundliches Angesicht, voll Huld und Gnade wohl leiblich nicht. Aber unsere Seele kann schon gewahren, du kannst dich fühlbar genug offenbaren, auch ungesehen. Ich weiß ja nicht, ob du das als Kind schon alles wirklich verstanden hast, diese einzelnen Worte, die da drin stecken. Also mir ging das jedenfalls so, du hast ja mit uns auch am Bett gebetet, meistens hat Mutter das getan, du warst viel unterwegs, aber ab und zu, wenn sie weg war, hast du uns abends ins Bett gebracht und dann hast du immer das Lied gebetet, von dem ich vieles eben auch erst später verstanden habe. Breit aus die Flügel beide, o Jesu, meine Freude, und nimm dein Küchlein ein. Will Satan dich verschlingen, so lass die Englein singen, dies Kind soll unverletzt sein. Und dann eben auch die andere Strophe, auch euch, ihr meine Lieben, soll heute nicht betrüben, kein Unfall noch Gefahr. Gott lass euch ruhig schlafen und stell die güldenen Waffen vors Bett und seiner Engel Schar. Wie gesagt, ein Lied, was ich damals noch nicht in allem begriffen habe, aber ich fand durchaus gut, ein Lied zu haben, wo man reinwächst. Ich finde es eigentlich bis heute gut zu sagen, lieber ein Gebet, das man als Kind nicht versteht, aber später, als so ein Gebet, das man später sagt, das ist ja ein Kindergebet, das ist kindisch, da kann ich nichts mehr mit anfangen. Eine andere Tradition, die du schon in deinem Elternhaus schon gelernt hast und auch dann mit uns weitergemacht hast, war, dass es ein Geburtstagslied immer gab. Ja. Das war das Lied, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Meine geliebete Seele, das ist mein Begehren. Komme zu Hauf, Psalter und Harfe wacht auf, lasset den Lobgesang hören. Und ich erinnere mich noch sehr deutlich daran, das war bei unserer großen Kinderschar dann ein wichtiges
geschehen, dass die Eltern dann den Geburtstagstisch aufgebaut hatten und so viele Kerzen dort aufgestellt wurden, wie viele Jahre man wurde und die Geschenke dort aufgestellt wurden. Aber bevor man sich an die Geschenke herannahen durfte, wurde eben dieses Lied, und zwar alle 5 Strophen, gesungen. Und ich habe das dann natürlich also auch ganz gut kennengelernt und ich liebe und schätze das bis heute. Wobei wir nicht genau wissen, wo das Lied tatsächlich als Familientradition herkommt. Wir vermuten ja, dass das von deiner Großmutter kommt, die geboren ist in Berlin. Das hast du ja manches Mal erzählt. Und in Berlin gibt es, oder genauer gesagt in Potsdam, die Garnisonskirche. Ein Glockenspiel, das immer dieses Lied gerade spielt, Lobe den Herrn, den mächtigen König. Und sie selbst ist ja auch in einer Kirche aufgewachsen mit Glockenspiel, die Parochialkirche in Berlin. Ich vermute, da ist dieses Lied auch häufig gespielt worden. Das könnte einer der Wege sein. Manchmal spielt ja für ein Lied, das einem das wichtig wird, auch eine Rolle, dass man da eine Melodie oder irgendwie Musik im Ohr dazu hat. Ein weiteres Lied in deinem Elternhaus, das du auch wiederum an uns weitergegeben hast, habt ihr gelernt, spätestens im Konfirmandenunterricht bei deinem Vater. Der Dichter war übrigens auch mal in Berlin tätig, Paul Gerhardt. Ja. Du meinst also das Lied, Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Und ich habe euch erzählt, dass mein Vater großen Wert darauf legte, dass wir als Kinder alle 12 Verse kannten. Und er hat uns dann also aber vor allen Dingen darauf aufmerksam gemacht, dass es so einen schönen Merkspruch dafür gibt, an den Paul Gerhardt sich gehalten hat, aus dem Psalm 37, Vers 5, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und mich hat dieses Lied immer wieder begleitet. Und in schweren Stunden, wenn ich nicht lesen konnte, sondern nur einfach was für mich aufsagen und bedenken wollte, dann habe ich immer wieder dieses Lied, alle seine Strophen, aufgesagt. Und ja, auch von Erfahrungen hast du berichtet, wo andere Menschen im Krankenbett dann auf einmal dieses Lied doch wieder mitsprechen konnten. Ja, das habe ich also erlebt. Eine Begegnung steht mir sehr deutlich vor Augen, dass ich also in eine Familie kam, wo jemand schwer krank war, eine alte Dame, und die Angehörigen mir sagten, sie spricht also nun gar nicht mehr und sie nimmt also nun gar nichts mehr auf, es hat wenig Zweck, mit ihr zu sprechen. Und da habe ich dann die Angehörigen aufgefordert oder gebeten, sie möchten mit mir doch also nun zu dem Krankenbett gehen und dann, wir wollten also miteinander beten. Und dann habe ich also nun dann einfach also dann angefangen, dies Lied Befiehl du deine Wege zu singen. Ich habe die erste Strophe und die zweite Strophe vielleicht alleine gesungen, aber merkwürdigerweise, und das war für mich sehr schön, bei einer der folgenden Strophen setzte plötzlich die Schwerkranke, die überhaupt nicht mehr sprach, dass sie also nun das Lied mitsang. Mhm. Und dann die Angehörigen waren sehr erstaunt darüber, dass das also doch möglich war. Und das habe ich auch Ähnliches, habe ich mehrfach erlebt, ja, dass Liedstrophen Leute, die sie in ihrer Kindheit erlebt und gekannt haben, dann immer noch im Alter ansprechen. Ja, mach einen Schwenk zu sozusagen einem ganz anderen Bereich von Liedern, die besonders mit der reformierten Kirche in Verbindung gebracht werden. Die Psalmen, du hast erzählt, die waren in den Heimatgemeinden ursprünglich in Lünne bei Lingen und auch in Lübeck nicht bekannt. Dein Vater hat sie dort praktisch wieder neu den Leuten nahegebracht. Das ist eigentlich eine Geschichte für sich, dass der Kirchenrat sich da auch darauf eingelassen hat. Aber mir war besonders eindrücklich, dass du erzählt hast, dass du mit diesen Psalmen, die dann gesungen und mit der Orgel begleitet werden musstest, auch sozusagen eine Erfahrung mit deinen Füßen gemacht hast. Ja, das war also so,
nach dem Kriege 1945 war es so, dass tagsüber der Strom weg war und der Orgelmotor eben nicht laufen konnte. Und dann an der Orgel in Lübeck, wo wir eine sehr tüchtige Organistin hatten, waren also nun Bälge, die zu treten waren, und ich musste dann jeden Sonntag die Bälge treten und auf diese Weise Wind erzeugen. Man nennt also nun den Menschen, der die Bälge treten muss, den Kalkanten. Ich musste also dann immer schön aufpassen. Ich durfte bei der Predigt natürlich nicht einschlafen, aber das ist mir auch nie passiert, sondern also nun, wann also die Orgel gespielt wurden, musste ich bereit sein. Habe das aber auch ganz gerne getan. Und da kommt dann wahrscheinlich mit der Zeit auch ein gewisser Erfahrung daraus, wie oft man treten muss für eine Liedstrophe. Wenn ich zum Beispiel jetzt an den Psalm 25 denke, ja, mit einer der bekanntesten und mir auch einer der liebsten Psalmstrophen, die zweite Strophe davon: Zeige, Herr, mir deine Wege, mach mir deinen Pfad bekannt, dass ich treulich folgen möge jedem Winke deiner Hand. Leit in deine Wahrheit mich, führe mich auf rechtem Pfade, Gott mein Heil, ich suche dich täglich, harre ich deiner Gnade. Die sind ja nun relativ lang immer, diese Psalmstrophen, aber haben ihren ganz eigenen Wert und ihr eigenes Gewicht, auch als Gebet. Ein weiterer Psalm, der für uns, auch in der Familie, wichtig ist und eine biografische Verbindung auch hat, ist der Psalm 84, weil der mit dem Pfarrhaus in Braderup zu tun hat. Ja, das ist so. Meine liebe Frau Annemarie kam aus Braderup und dort vor dem Pfarrhaus steht der Spruch: Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Und natürlich auch also angegeben Psalm 84. Und dann, sie kannte natürlich die Psalmen nicht, aber ich habe sie ihr dann also nun bald dann versucht nahezubringen, was auch sehr leicht gelang. Sie mochte also die Psalmen dann schließlich also sehr gerne. Und dann haben wir natürlich auch also die Strophe gesungen: Denn Gott, der Herr, ist Sonn und Schild. Er wird uns Gnade und Ehre geben, ne? Ja. Ja. Und so weiter. Ein wunderschöner Psalm, auch gleich. Der Anfang ist mir sehr wichtig. Wie lieblich schön, Herr Zebaoth, ist deine Wohnung, oh mein Gott, wie sehnet sich mein Herz zu gehen. Wo du dich hast geoffenbart und bald in deiner Gegenwart, im Vorhof nah am Thron zu stehen, dort jauchzet Fleisch und Geist in mir, o Gott des Lebens, auf zu dir. Ich denke, diese Strophe passt besonders gut zu dir, weil dieses "Es sehnet sich, mein Herz zu gehen zu dem Hause Gottes" dein Leben lang dich so begleitet hat, diese Sehnsucht. Also ich darf also nun sagen, dass also nun ich dann mein Leben lang, solange ich denken kann, zum Gottesdienst gegangen bin und auch gerne hingegangen bin. Ich kenne also nun kaum Sonntage, an denen ich also vielleicht also unwillig hingegangen bin. Ich habe den Gottesdienst immer dann geliebt. Ja. Wir machen einen zeitlichen Sprung. Deine Gemeinde, unsere Gemeinde in Nermoor in den 70er und 80er Jahren, da gab es das sogenannte EKG, das Evangelische Kirchengesangbuch. Du hast viele Gesangbücher erlebt, aber dies eben vor allen Dingen das in deiner Dienstzeit in den 70er Jahren, was ein sehr altmodisches Gesangbuch im Grunde war, so orthodox, kein Liedgut aus dem 19. Jahrhundert war da drin, keine Erweckungslieder. Man muss auch erwähnen, dass der Posaunenchor in der Zeit, der CVJM-Posaunenchor, diese Lieder trotzdem gerne die Melodien gespielt hat. Und du hast das auch gerne zugelassen, weil so eine Frömmigkeit aus dem Pietismus dir durchaus nahe ist. Ja, das war also nun so. Mein Vater war auch aus einem Elternhaus, das eine Mischung von Pietismus und Reformiertentum, die gar nicht so weit auseinander liegen, denn es gibt den reformierten Pietismus, der in der Kirchengeschichte am Niederrhein eine große Rolle gespielt hat, dann uns Kindern auch also nun vermittelt hat. Ja,
dann also nun, du wolltest also was wissen über den Pietismus. Genau, was dir daran wichtig ist. Ja, was mir wichtig ist an dem Pietismus ist Folgendes, was also Spener, der dann also Haupt, einer der wichtigsten Leute im Pietismus gewesen ist, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht hat. Er hat gesagt, die Reformation hat etwas ganz Wichtiges getan. Sie hat also nun die Rechtfertigungslehre ans Licht gebracht und hervorgehoben, sodass die evangelische Kirche wirklich weiß, dass sie von der Rechtfertigung lebt. Aber sie hat vergessen, auch von der Heiligung zu reden. Und es ist also wichtig, dass wir das auch hinzufügen, denn der Glaube besteht aus Rechtfertigung und Heiligung. Und das habe ich also dann also nun wohl empfunden, aber für mich war vielleicht also noch etwas stärker, das habe ich also im CVJM in Lübeck erlebt, und das habe ich aber also auch in meiner Gemeinde in der Moor erlebt, der Pietismus legt großen Wert auf Gemeinschaft. Mhm. Und diese Gemeinde wirklich zu erleben und dort einen Ort, ja, und eine Heimat zu finden. Das evangelische Gesangbuch, da waren wir gerade bei, das vielleicht gewisse Mängel hatte, und deswegen habt ihr das ziemlich früh ergänzt um eine Liedermappe. Und diese Lieder aus der Liedermappe hattet ihr auch einen ziemlich guten Riecher. Die sind viele dann davon auch ins neue Gesangbuch gekommen, zum Beispiel Komm Herr, segne uns oder Hilf Herr meines Lebens. Oder eben auch das Lied, das auch in Uelsen jetzt immer noch sehr beliebt ist, Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, Nummer 644. Und bei dem Lied möchte ich noch einmal einhaken, weil mir das auch sehr wichtig ist und sehr lieb und es sehr gehaltvoll ist für ein neueres Lied. Da heißt es zum Beispiel, im Danken kommt Neues ins Leben hinein, ein Wünschen, das nie du gekannt, dass jeder wie du Gottes Kind möchte sein, vom Vater zum Erben ernannt. Und noch wichtiger, da kommen wir wieder auf deinen Dienst zurück, dass es da heißt, in Jesus gehörst du zur ewigen Welt, zum Glaubensgehorsam befreit, er hat dich in seine Gemeinde gestellt und macht dich zum Dienen bereit. Ich denke, eure Generation von Pastoren hat die Arbeit immer eben auch als Dienst empfunden. Mhm. Und du hast das so erlebt und gelebt. Das war also nun sehr wichtig, dass wir also vom Dienst sprachen, aber nicht also als irgendwelche Sklavenarbeit, die einem schwerfällt, sondern als ein Dienst, denn der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Ja. Das war uns wichtig. Ja, und er wurde ja auch von der ganzen Familie dann damals, ja, gelebt dann, ja. Ja, da kann ich dann noch hinzufügen, dass also nun meine Frau dann sich ganz und gar eben auch in den Dienst hineingestellt hat und dass es ihr ganz selbstverständlich war, wirklich eine Pfarrfrau zu sein. Und dann die Familie wurde auch mit hineingenommen. Das ist heute etwas anders geworden, aber damals war das glücklicherweise so und dafür bin ich also sehr dankbar, dass das möglich war. Mhm. Jetzt bist du schon lange im Ruhestand, du bist 90 geworden in diesem Jahr. Deswegen möchte ich auch noch mal dies fragen, ob du heute sagst, bestimmte Liedstrophen aus dem Gesangbuch oder überhaupt Liedstrophen, die du kennst, hast du im Grunde im Alter mit deiner Lebenserfahrung noch einmal ganz neu gehört oder kannst sie mit ganz anderem verbinden? Was würde dir da vielleicht einfallen? Ja. Ich habe also schon mal erzählt, dass also nun ein Lied, was kaum noch gesungen wird, dann mir also nun nicht ganz unwichtig gewesen ist. Es gibt also ein Lied, ach wie flüchtig, ach wie nichtig ist der Menschen Leben. Nicht? Und also in diesem Lied hat der Liederdichter dann also alle möglichen Beispiele für die Nichtigkeit und Hinfälligkeit und Vergänglichkeit des Lebens aufgeführt. Und zum Beispiel also nun, das Leben sei wie ein Nebel, der schnell vergeht, wie ein Strom, der dahin fließt und nicht wieder also zurückkehrt. Oder wie Blümelein, die schnell verwelken und so weiter. Und dann ganz am Schluss, nachdem er also in vielen Versen die Vergänglichkeit deutlich gemacht hat, heißt es dann, alles, was wir sehen, das muss fallen und vergehen. Wer Gott fürcht, wird ewig stehen.
Und das hat mich also immer an diesem Lied dann also nun gefreut, dass der Dichter das eben so deutlich hervorgehoben hat am Schluss: Wer Gott fürcht, wird ewig stehen. Euch beiden, Mutter und dir, ist im Alter auch eine andere Liedstrophe als tägliches Abendgebet noch einmal neu wichtig geworden. Ja, das will ich also gerne hinzufügen. Wir haben in den letzten Jahren dann immer das Lied gesungen: Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Und Matthias Claudius, der Dichter dieses Liedes, hat dann eine Strophe gesagt: Wollst endlich Sondergrämen aus dieser Welt uns nehmen durch einen sanften Tod. Und wenn du uns genommen, lass uns in Himmel kommen, du unser Herr und unser Gott. Und das war mir also nun immer sehr wichtig, und meine Frau hat also nun immer mit Freuden das Lied dann also mitgesungen. Dieses Lied, das äußerlich so schlicht daherkommt. Es wird erzählt, dass der Dichterfürst Goethe von den Dichtungen von Matthias Claudius nicht hielt, weil ihm die zu einfach waren. Aber vielleicht ist das gerade wichtig und richtig, so einfach vom Glauben reden zu können, so wie Claudius das selbst einmal in demselben Lied auch sagt: Lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. Dieses, ja. Ja. Ich denke, dass Matthias Claudius dabei an das Wort Jesu gedacht hat: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Nicht also in dem Sinne, dass wir also kindisch und kindlich werden, sondern so wie Kinder dankbar einfach das nehmen, was ihnen von den Eltern zugeteilt und gegeben wird, und sich auch also nun mit dem zufrieden geben und ihnen von Herzen vertrauen. Als letztes wollen wir noch einmal auf die Hoffnung im Glauben schauen, was uns erwartet, so wie das früher ja auch alle Kirchenlieder eigentlich getan haben. Die letzten Strophen gingen immer über das Thema Tod und Ewigkeit. Gibt es Kirchenlieder oder auch andere Geschichten, die jetzt, wo du ans Ende deines Lebens gekommen bist, jedenfalls im hohen Alter, das noch einmal in halbwegs angemessener Weise beschreiben, worauf wir hoffen und worauf wir warten oder was kommt? Du hast eine Geschichte einmal erzählt, die dir ja auch sehr anschaulich ist. Es ist ja so, dass die Liederdichter einerseits, Paul Gerhardt vor allen Dingen, immer wieder in ihren letzten Strophen auf die Ewigkeit zu sprechen kommen, aber doch relativ zurückhaltend darin sind, die Ewigkeit und das, was auf uns zukommt, zu beschreiben. Ja. Und da ist mir eine Geschichte, die ich also immer ganz gerne erzähle, dann immer wichtig geworden und wichtig gewesen. Zwei alte Mönche waren miteinander sehr vertraut und sie sprachen oft über den Tod. Und dann wollten sie gerne wissen, wie es dann also nach dem Tode sein würde. Und sie versprachen sich gegenseitig, wer von ihnen als erster sterben würde, der sollte dem anderen, wenn es möglich wäre, im Traum erscheinen und ihm beschreiben, wie es in der Ewigkeit aussehen würde. Und dann starb der eine Mönch und dann ein paar Nächte später erschien er tatsächlich, also dem zurückgebliebenen Mönch, und der war, der noch lebende Mönch, ganz interessiert und neugierig und fragte, die sprachen Lateinisch, die Mönche: Qualiter, das heißt auf Deutsch, wie? Und dann antwortete der andere Mönch, der schon gestorben und in der Ewigkeit war: Totaliter aliter, total anders. Man kann die Ewigkeit nicht beschreiben, sondern man kann sich bloß darauf freuen. Die Bibel beschreibt das also immer an verschiedenen Stellen, dass sie ganz anders und herrlich und wunderbar sein wird. Aber ausmalen, begreifen, die können wir es, das können wir nicht. Wie gesagt, höchstens die Liederdichter können manchmal etwas davon erahnen. Für mich ist ganz wichtig Lied 147, Wachet auf, ruft uns die Stimme, wo das eben auch in einer Zeile heißt: Kein Aug hat je gespürt, kein Ohr hat mehr gehört, solche Freude
des jauchzen wir und singen dir das Halleluja für und für. Aber du hast noch eine andere Liedstrophe, die dir da auch ganz wichtig ist. Und da spielt, denke ich, auch eine Rolle, dass sie eine besondere Vertonung empfangen hat von Bach in der Johannespassion. Ja, aber bei diesem Lied, das ich gleich zitieren werde, ist es so, dass man theologisch streiten kann, ob alles hundertprozentig richtig ist, was darin steht. Aber das ist also die Hauptaussage ist wichtig. Ach Herr, lass dein lieb Engelein am letzten Tag die Seele mein in Abrahams Schoß tragen, den Leib in sein Schlafkämmerlein, gar sanft, ohne alle Qual und Pein, bis zu dem jüngsten Tage. Alsdann vom Tod erwecke mich, dass meine Augen sehen dich, in aller Freud, o Gottes Sohn, mein Heiland und mein Gnadenthron. Herr Jesu Christ, erhöre mich, erhöre mich, ich will dich preisen ewiglich. Das ist unsere gemeinsame Hoffnung, dass wir am Ende Gott schauen werden und ihn preisen ewiglich. Ja. Danke.